Du hast mal wieder den Bitcoin-Preisanstieg verpasst. In diesem Video geht es um meine aktuelle Trading-Analyse der Kryptowährungen. Solltest du jetzt investieren oder solltest du nicht investieren? Sind da überhaupt noch Chancen, Geld mit dem Bitcoin zu machen oder nicht? Darum geht es genau in diesem Video. Ich zeige dir exakt Schritt für Schritt, wo ich einsteigen würde, wo ich verkaufen würde. Alles in diesem Video, also bleib bis zum Schluss dran, wenn du mit dem Bitcoin Geld verdienen möchtest. Wir gehen jetzt einmal direkt an den Chart und schauen uns das Szenario an. So, wir sind jetzt direkt am Chart und schauen uns den Bitcoin-Kurs an. Hier sehen wir gerade den Monatschart. Das heißt, eine Kerze geht einen Monat lang und da können wir uns einmal dieses ganze Geschehnis wirklich von außerhalb anschauen. Wenn wir uns hier den Preis bei 2015 anschauen, ja, da waren wir bei circa, ja, $400 oder 300, $200 und jetzt sind wir bei über 60.000 Dollar. Also eine wirklich krasse Preissteigerung von mehreren 1000%. Und wohin geht die Reise? Das wollt ihr natürlich jetzt wissen. Hier sehen wir jetzt, wir hatten 2021 im Anfang April, ja, ein Allzeithoch gemacht. Ja, das werde ich hier mal markieren. Das war die 64.000. Ja, und jetzt sind wir wieder drüber geschossen. Ich gehe davon aus, dass wir eine nächste Bewegung nach oben bekommen und zwar auf die 90.000. Warum und wo du die genauen Einstiegspunkte findest, erfährst du jetzt. Ja, dazu müssen wir einmal in den Tageschart reingehen. Ja, hier sehen wir das ganz, ganz schön. Und zwar hier bei der 30.000 war der berühmt-berüchtigte Support, der sehr, sehr lange gehalten hat. Also er hat wirklich sehr, sehr lange gehalten. Viele Trader, als der Markt in diesem Bereich war, der war ja da mehrere Monate fast, ja, in diesem Bereich, haben gesagt, okay, ich verkaufe meine Bitcoins, da geht 100% Short, 100% geht er jetzt down. Sehr, sehr bekannte Trader, die haben das gesagt, ja. Und ich war immer der Meinung, der wird da nicht drunter gehen, ja. Erst wenn er wirklich hier durchbricht durch diesen Support, wird er drunter gehen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, haben wir hier eine Halbierung des Preises gehabt, ja, um 50%. Ja, es ist eine Halbierung. Ne? Wenn wir uns das Fibonacci-Tool anschauen, dann hier das noch weiterziehen, dann sehen wir hier die Halbierung auf 50%. Ja? Wir hatten nämlich hier die 64.000 hatten wir gerissen, Korrektur auf die ca. 32.000, ja, ist um die Hälfte eingebrochen und dann ging es wieder nach oben. Das ist normales ja, Markt-Behavior. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, sehen wir auch hier wieder, der Move kam hier raus, ja, macht wieder eine Korrektur um die 50%. Und hier war auch in eines meiner letzten Videos der Call, Bitcoin zu kaufen. Was sehen wir? Er hat ein neues Allzeithoch gemacht. So, wo ist jetzt das Potenzial? Ne? Er hat ein neues Hoch gemacht, er macht keine tieferen Tiefs. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es weiterhin nach oben gehen wird. Und wo ist jetzt hier die mögliche Einstiegschance im Bitcoin? Ich zeige es euch. Das ist in diesem schönen Bereich hier. Um die 52.000, ja, ist auch wieder die ungefähr die Hälfte der aktuellen Bewegung und dort möchte ich gerne kaufen. Ja, schauen wir uns das jetzt hier nochmal an. Neues Allzeithoch. Der Markt kann dann natürlich korrigieren, wie wir auch hier gesehen haben. Ich habe hier auch Teile meiner Position aufgelöst, als wir dieses neue Allzeithoch gemacht haben. Das ist ganz normales Verhalten des Marktes. Immer wenn wir ein neues Hoch machen, ja, kommt erstmal eine Korrektur. Warum ist das so? Weil da viele Leute ihre Profite mitnehmen, so wie ich. Und dann fällt der Markt erstmal, ja. Wo können wir jetzt hier wieder einsteigen? Und zwar sehe ich wirklich hier diese Bewegung hier als Einstiegsmöglichkeit. Natürlich müssen wir jetzt auf die Korrektur warten. Ich habe hier einmal diese Zone hier markiert. Wir sind ungefähr hier wieder ja, bei der Hälfte der Preisbewegung. Da sollten wir die Longs suchen, wo die rot markierte Zone ist. Oder wir nehmen die ganze Bewegung, ja, diese ganze Bewegung von hier nach hier, das war so jetzt der letzte Move, ja, Move nenne ich es immer auf Englisch. Und wenn der Bitcoin dann wirklich nochmal korrigiert, kann er hier wieder um die Hälfte korrigieren, so wie wir das hier gesehen haben. Und das ist einfach, ja, normales Marktverhalten. Er korrigiert bis zur Hälfte und sucht sich dann den Support. Ja, weil einfach viele Leute zum Durchschnittspreis
kaufen wollen. Und das können wir auch wieder hier beobachten. Das wäre dann hier so eine schöne Zone, hier zum Beispiel in diesem Bereich. Ich werde es euch nochmal hier einzeichnen. Ja, das sind so meine zwei Zonen, die ich für Käufe jetzt wirklich in Betracht ziehe. Hier in diesem Bereich sehen wir auch Support. Support wird zu Resistance, wird zu Support. Hier sehen wir hier auch Resistance wird hier eventuell auch zum Support. Und das sind so die zwei Rücksetzermarken, die ich wirklich beobachte für neue Buyings. So, ein anderes Szenario, was er natürlich noch machen kann, ich werde es euch kurz hier einzeichnen. Ja, er kann natürlich auch hier konsolidieren, geht nochmal höher und dann macht er den Pullback hier auf diese Zone, ja, aufs Allzeithoch und dann geht es ab nach oben. Das haben wir nämlich schon öfters gesehen in der Vergangenheit. Der Bitcoin hat ein neues Allzeithoch gemacht, ja, macht dann die Korrektur wieder auf das vorherige Allzeithoch und dann geht es wieder nach oben. Ja, und das so mal als Support. Schauen wir uns nochmal hier die Bitcoin-Dominanz an. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ja, der Bitcoin hat ja sozusagen viele, viele Kryptowährungen outperformed. Ja? Viele Kryptowährungen outperformed in den letzten Wochen. Jetzt sehen wir hier einen kleinen Support auch in der Bitcoin-Dominanz. Natürlich overall, also insgesamt geht die Bitcoin-Dominanz nach unten. Warum ist das so? Weil immer mehrere Kryptowährungen hinzukommen im Markt. Ja, der Markt wird einfach breiter und deswegen ja, verliert der Bitcoin auch an Dominanz. Aber wir erkennen trotzdem hier, obwohl es so viele neue Kryptowährungen gibt, dass wir hier einen Support haben und die Bitcoin-Dominanz eben nach oben geht. Ja, das sollte man sich auch immer mal anschauen, die Bitcoin-Dominanz sehr, sehr interessant zu sehen. Und ja, ich gehe davon auch aus, dass der Bitcoin jetzt hier nochmal ein bisschen dominant bleiben wird. Die anderen Kryptowährungen können natürlich nachziehen. Wenn wir uns jetzt hier nochmal wir schauen uns jetzt mal den Litecoin an oder den Cardano. Ja, Cardano ist das hier. Natürlich auch sehr, sehr massive Overperformance gehabt in den letzten Monaten. Allerdings in den letzten Tagen, als Bitcoin so stark angestiegen ist, ist hier sozusagen gar nichts passiert, ja. Also man kann jetzt auch nicht immer darauf schließen, wenn der Bitcoin steigt, steigen die anderen Kryptowährungen, die Altcoins. Aber insgesamt geht der Markt natürlich nach oben. Warum geht der Markt nach oben? Weil die Leute Ausflüchte suchen aus dem normalen Papiergeld in die digitalen Währungen. Es wird immer mehr Geld gedruckt, ja, die Zentralbanken, die eskalieren da ein bisschen und ja, pushen immer die Geldmenge nach oben, es kommt immer mehr Geld in den Umlauf, ja. Und wir sehen das auch in anderen Assetpreisen, zum Beispiel Aktien, Gold, Silber, Rohstoffe, dass wir da eine Inflation haben und das spiegelt sich natürlich auch in den Kryptowährungen wieder. Deswegen bin ich auch sogar der Meinung, wir brauchen jetzt hier nicht die hundertprozentigen perfekten Einstiege in diese Kryptowährungen, sondern anhand des Faktes, dass die Geldmenge immer weiter erweitert wird, ja, die Umlaufgeschwindigkeit erhöht sich, sehen wir, dass Kryptowährungen auch generell mit nach oben gezogen werden. Ja. Genau, das war jetzt hier nochmal das waren die Einstiegsmöglichkeiten zum Bitcoin. Jetzt möchte ich dir zeigen, wohin der Bitcoin gehen kann. Ja. Und das ist einfach von mir ein Ziel. Ich hatte es auch schon in den letzten Videos mehrmals erwähnt, sind die 90.000. Die 90.000, warum ist das so? Ganz einfach hier nach dieser Strategie. Wir hatten hier eine Korrektur auf die 30.000. Ja, 60.000 minus 30.000 sind 30.000. Ja, um die Hälfte, 50%. Und dann ist es so, dass der Chart dann meistens nochmal die 50% drauflegt auf diese Korrektur. Das können wir jetzt hier zum Beispiel auch direkt erkennen in diesem Beispiel. Ja. Wir hatten hier, ich zeige es euch, ich werde nochmal alles rauslöschen. Ich zeige es euch jetzt direkt an diesem Praxisbeispiel, damit ihr das versteht. Wir hatten hier 30.000, Bewegung auf die 50.000, circa, Korrektur auf die 40.000, Hälfte des Preises, ja, haben wir korrigiert, Durchschnittspreis. Und was macht er? Er legt nochmal die Hälfte oben drauf, ja, sehen wir. Genau in diesem Move. Und das wäre einfach der perfekte Trade gewesen. Ich habe es auch getradet. Hier rein, hier oben raus. Ja? Das ist sozusagen die nächste Welle der Bewegung. In diesem Video hast du meine Preisprognose zum Bitcoin bekommen.
meine Einstiegsmöglichkeiten für erfolgreiche Trades, die wahrscheinlich klappen werden. Ich danke dir fürs Zuschauen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und hier kannst du noch weitere Videos von mir sehen.